geflüchtete Personen ist es oft schwierig, mit der lokalen Bevölkerung in Kontakt zu kommen. Und es fehlt ihnen durch das die Möglichkeit, außerhalb von ihren Deutschkursen Deutsch zu reden. Und wir hören immer wieder von den Teilnehmenden, wie wichtig ihnen die Beziehungen sind, die in den Tandems entstehen. Und mit ein bisschen Zeit und deinem Engagement kannst du sehr viel bewirken und das Tandem wird von den Teilnehmenden sehr fest geschätzt. Das ist je nach Programm verschieden. Zum Beispiel kann man mit jemandem zusammen durch die Stadt Winterthur spazieren und die Stadt zeigen oder mit jemandem das Stellenportal anschauen für die Jobsuche. Oder ein Jugendlicher kommt nach der Schule zu dir heim und ihr kocht zusammen etwas. Für alle Programme engagiert man sich für mindestens 6 Monate und das 2 bis 3 Stunden in der Woche. Das ist wichtig für eine gewisse Regelmäßigkeit und Konstanz, die es braucht, um eine vertrauensvolle Beziehung aufzubauen. Und dass man dann auch gemeinsame, individuelle Ziele zusammen erreichen kann. Und Ferien sind natürlich auch möglich.